Genau, sind 5000 Zahlen. So, und jetzt hoffe ich mal, dass ich eine hohe Zahl bekomme. Naja, eine 2. Ein Gewinnfeld. Und bekommen 10.000. Wieder 23.000 verloren. Muss das nächste Objekt hier verkaufen. So, die beiden sind jetzt ganz nah dran. Eine 3. Hier, aber na, ich gehe lieber aufs Kartenfeld. Bekommen Nessie, naja gut, die brauche ich nicht wirklich. Oh, wer bekommt jetzt die Punch-Karte? Ja, das hat jetzt die Jane getroffen, aber die braucht jetzt trotzdem nur noch 3 Züge. So, und ich brauche 6 Felder. Ah, und gerade die Karte habe ich nicht. Hätte ich mir doch mehr kaufen sollen. Na, vielleicht bekomme ich jetzt auch eine 6. Mal sehen. Eine 1. Ich glaube, die 5-Felder-Karte habe ich. Aber das wird wohl zu spät sein. Jetzt nehme ich erstmal den Verlust mit. 15.000. Und sie hat es geschafft. Bekommt sie nochmal 123.000 obendrauf und Halli, baut ihren Vorsprung weiter aus. Schon wieder eine neue Runde. So, wo geht's jetzt hin? Diesmal jetzt nach Sarajevo, Sarajevo, der Hauptstadt von Bosnien. Was denn? Ihr seid ja immer noch hier. Los geht's! Also ich werde jetzt meine Walzen nutzen. Ah, oh, sie hat jetzt schon 1 Million. Wahnsinn. So, wer ist denn am nächsten dran? Er ist am nächsten. So, wenn ich allerdings hier lang fahre, dann bekomme ich den Drago. Ich würde dann eher versuchen, hier lang zu fahren. Genau. Ich nehme jetzt meine 5 Walzen. Eine 20. Ach, hier ist noch die Grenze. Auch nicht weiter.
So, und jetzt bekomme ich den Drago. Das wollte ich gerade nicht. Na gut, lande ich in Malmö und kann ich hier was kaufen? Ja. Also hier, die Rendite ist recht hoch bei dem Fischrestaurant und bei der Bar. Nehme ich mal die zwei Sachen. So, was passiert jetzt hier? Ein Schneefall, starker Schneefall blockiert die Straße. Kaufenkarte. Also sie bekommt ja eine gute Karte nach der anderen. Mit dieser Kaufenkarte kann man nämlich auch günstig Objekte kaufen und Grundstücke. Und der James hat gerade die Goldkarte bekommen. Und der neue Zwischenstand. Hey, das ist nicht schlecht. Sehen wir hier etwa 620.000. So. Und wie steht's mit Spieler Nummer 2? Eine Million. Ja, das ist ganz gut. Manch einer wäre neidisch drum. So, wer kommt jetzt? Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Genau so muss es sein, was? Spieler Nummer 4, bitte. Ja, da sollte man vielleicht noch was tun. Aber noch ist ja nicht aller Tage Abend. Und hier die Nummer 5. Das wird aber nichts auf Dauer. Streng die doch mal ein bisschen an, ey. So, dann wollen wir mal schauen. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, genau so muss es sein. Baut ihren Vorsprung immer weiter aus. Aber das wird schwer. So. Also ich versuche jetzt mal hier lang zu fahren und an dem James vorbeizufahren. Was habe ich hier noch an Karten? Eine 4. Wo lande ich hier in Hamburg? Hier könnte ich den Fischkutter kaufen mit 10% Rendite. So, nehmen wir mit. Und sie bekommt die nächste Karte. Eine Zweifelderkarte. Habe ich den Drago. Den muss ich dann schnell wieder loswerden. Ach, ist schon weg. Sie hat ihn mir abgenommen. Wunderbar. So, auf ein neues. Eine 1. Dann fahre ich mal hier lang und nehme das Kartenfeld mit. Abkaufen. So, mit der Karte, ich guck nochmal nach, konnte man ein Objekt, was eigentlich schon verkauft ist, von einem Mitspieler abkaufen. Muss aber dann auch die, genau, den Preis entsprechend bezahlen. Denn da gibt es auch noch so eine Nimmkarte. Dann kann man von einem Mitspieler die Karte einfach nehmen, ohne das zu bezahlen. Also abkaufen, ich glaube, die brauche ich nicht unbedingt. Wenn ich dann nochmal die Möglichkeit habe, würde ich die dann verkaufen und mir lieber eine Walzenkarte dafür holen oder eine Felderkarte, die
Sechsfelderkarte fehlte mir ja zum Beispiel noch. Und der Drago hat jetzt wieder aufs Rad gewechselt. Verliert er jetzt nicht so viel. So, sie ist jetzt schon mal 6700 Meter. Wahnsinn. Ja, ich versuche das mal so. Wieder nur eine 1. Ja, das war hier Hamburg. Oder halt Hannover. Dann fahren wir mal nach Hannover. Kaufe ich mir so einen Keksladen? Naja, was soll's. Nehmen wir mit. 7,2% Rendite. Jetzt die Goldkarte kann er zu 50% kaufen. Aber er hat ja noch den Drago dran, also wird er vielleicht auch wieder was verlieren. Da wäre es besser gewesen, wenn er die Karte spielt, wenn er eine Etappe gewinnt.